Tag, Leute! Es geht weiter mit Dark Souls 3. Und Teil 5 ist gestartet. Wir starten die Uhr und wir sind immer noch dabei, diesen Dicken da zu legen. Die fette Sau, die uns hier nicht in Ruhe lässt. Shit! Ah, doch, noch erwischt. Puh, das lief gut. Der Plan ist, einfach so wenig Flakons wie möglich zu benutzen. Vor allem der Anfang lief so gut. Er lief so gut. Ey, ich habe ihn bis zur Hälfte ohne einen Flakon. Und dann habe ich halt hart auf die Nüsse bekommen. Ich finde es auch übrigens lustig, wie die Leute immer abspringen. Sobald kurz Pause ist, 10 Leute weg. Was ist da los? Mögt ihr mich nicht? Denkt ihr, jetzt ist vorbei? Ich sag schon, wenn es ganz vorbei ist. Aber wir spielen die Sache eher noch ein bisschen. Wenigstens in neues Gebiet muss ich heute kommen. Ich meine, was ist da los? Aber wir gehen jetzt einfach frohen Mutes da wieder ran. Und hoffen eigentlich einfach das Beste. Ich meine, es muss ja auch so sein, ne? Ja, sonst wäre es ja nicht echt. Ja. Oh Mann. Ich muss sagen, ich kann seine Attacken als nicht so von der Geschwindigkeit abschätzen. Da denkst du, der ist relativ langsam, aber dann haut er blitzschnell zu. Aber cool bleiben, Leute, cool bleiben. So, jetzt macht er einen Mümmelmann. Alter, das ist halt eine fiese Geschichte. Er rennt auf einen zu und killt einen sofort, instant. Weil er eine Kack-Kombo macht. Ja, die, ja. Alter. Da mal versuchen zur Seite, nicht nach hinten, sondern zur Seite auszuweichen. Ja, das ging nicht. Okay. Ja, die Attacke hat mich auch immer dran gekriegt. Was ist jetzt mit ihm los? Du hast nicht mehr diesen Begehr. Was war denn der zweite Endgegner bei Dark Souls 1? Weißt du das noch? Also, mit dem Tutorial oder ohne dem Tutorial? Ohne dem Tutorial. Gegen wen hast du da nochmal gekämpft? Das waren es die Gargoyles? Ja, das waren ja, die. Ja. Okay. Auf dem Dach, ja. Und die finde ich ja schon nicht leicht. Ja, die muss man halt kennen. Die, aber ich muss sagen, das Endgegner-Design ist mir mittlerweile fast ein bisschen zu verrückt, wenn ich das so sagen darf. Im Sinne von, das sind halt irgendwelche komischen Wesen, wo du nicht definieren kannst, wo es vorn, wo es hinten. Das ist so Monstermüll. Und das finde ich irgendwie ein bisschen abturnend, muss ich ganz ehrlich sagen. Im ersten Teil war das noch Gargoyles. Das kennst du. Dann kann man sich identifizieren. So ein dann hattest du. Der davor war ja auch sehr, sehr klar zu definieren. Ja, und jetzt hast du halt, ich meine, der geht auch noch. Alter, wer hat mich das getroffen? Aber der erste war doch ziemlich humanoid. Weiß es nicht. Was geht mit meiner Xbox ab? Ja, der Tutorial Endgegner jetzt in Welt 3. Hattest du dasselbe Problem nicht schon mal? Ja, gerade eben schon. Nein, ja.
Aber... Alter, geht er jetzt schon Enrage oder was? Tatsächlich. Der ist jetzt schon hart dabei. Einfach machen lassen. Das Problem ist das Nicht-Vorhandensein von irgendwelcher Ausdauer. Wahrscheinlich ist irgendwo ein Controller gerade blöd. Alter! Du kannst aber auch nicht sagen, in welche Richtung er gerade dich versucht anzugreifen. Shit! Kacke! Lebt noch, glaube ich. Nochmal. Alter, auch unter ihm bist du halt nicht mehr sicher. Biatch! Da ran. Shit. Shit. Der halt alles abzieht. Aber das kriegen wir hin, Leute. Zack! Yes, Sir! Aber jetzt muss ich echt mal checken, was hier mit meiner Konsole los ist. Mit der 360. Dann machen wir hier mal. Ich zähle da so ein bisschen. Vor ein paar Jahren hattest du das doch schon mal bei einer Xbox, dass da dauernd das Laufwerk auf und zu ist. Ja, die Xbox 1 macht die gleichen Späßchen. Aber ich glaube, das hat hier was mit dem Controller zu tun. Ich mach nicht gut. So, Leute, habe ich einfach einen Strom rausgezogen. Hupsa. Schmeiße ich hier auch noch alles um. So. So ist das natürlich. Weiß ich nicht. Entweder ist irgendwo gerade ein Xbox, weil ich vorhin mal an meinem Controller-Schrank rumgewurschtelt habe, dass da jetzt einer an ist und der die veranlasst. Wobei das schon ein bisschen komisch wäre. Oder ja. Sie hat einen Schuss, was natürlich nicht so geil wäre. Aber ich habe ja Gott sei Dank einen auf Vorrat. Du hast zwei von den Dingern? Ich habe zwei Xbox 360, ja. Gut. Ich habe eine auf Vorrat. Mir nicht vor allzu langer Zeit tatsächlich geholt. Weil das wäre sehr schlimm, weil ich sehr viele 360-Spiele habe, die nicht alle abwärtskompatibel sind und Abwärtskompatibilität eine Bitch ist. So, jetzt gucken wir doch mal ganz kurz. Ich finde die Steuerung irgendwie hackelig. Das findest du doch immer. Nee, das schreibt jemand im Chat. Hackelig. Ach so. Ich finde es nicht hackelig. Ich finde es schön direkt. Welcome home, in Lords of the Fallen war halt sehr schwammig. Hat da jemand was gegen Dark Souls gesagt? Habe ich das richtig verstanden? Ja, Martin. Könntest du den bitte bannen? Ist ja wohl das beste Spiel, wo geht. Belastbarkeit. So heißt das also. Gehen aber auch noch ein bisschen in Stärke. Oh Gott, nur zwei Level. Scheiße, Mann. Naja. So ist es halt. Leb wohl, Aschener.
ich behaupte ja, dass hier diese Cinder, dass dieses Wort gewollt. Oder vielleicht auch nicht. Ich da hatte jetzt gerade so einen kleinen Gedankenfurz, dass die auf Englisch Cinder genannt werden, weil das so ähnlich klingt wie Sünder. Aber das macht ja keinen Sinn. Obwohl im Englischen heißt es Sinner. Vielleicht hat das, also das ist irgendwie, ne? Und wer soll so heißen? Ja. Das sind ja die Lord of Cinder, also die aschenen Fürsten da im Englischen. Aha. Da dachte ich mir halt, vielleicht sind es ja, dass es ähnlich ist mit den Sündern zu vergleichen ist. Aha. Ach, vielleicht, Mensch. Aber auch nicht. Ja, man weiß es nicht. Ach, hübsch. Ich hoffe, da gehe ich jetzt auch noch bald durch. Da unten lang. So, jetzt ist die Frage, wohin? Vielleicht sind es die... ist das so eine App? Vielleicht haben die so eine App entwickelt. Mhm. Ist genauso gute Theorie wie deine. Nein. Meine ist ja wenigstens in der Welt verwurzelt. Und nicht... Dass die Sünder sind. Ja. Habe ich auch schon mal gehört. Hund. Ihr seid Hunde. Warum, dass ihr da einfach durchschießen könnt? Durch die eigenen Leute. Ja, jetzt ist die Frage, wohin, ne? Jetzt geht's mir wie dir. Bist jetzt gerade nach dem Endgegner, oder wie? Ja. Ach so. Da wüsste ich tatsächlich wohin, aber das darfst du ruhig selber gucken. Ich gehe jetzt halt wieder zurück. Oder gehe ich wieder zu der Frau? Fragen über Fragen. Oh. Ah. Ich bin jetzt auch wieder so ein fachter Kollege. Ist cool. Ja, das ist wirklich cool. Ich schon lange nicht mehr. Ja, wenn ich mich so weiter anstelle, ich aber auch nicht. So, quatschen wir mal die an. This farewell gift is for you. It is if you fear trespasses, oh. Dark spirits drawn by the embers, then etch this upon your heart. And the old Concord will beckon noble blue sentinels to hunt these foul spirits. Oh, geil. Der blaue Pfad. Eid. Geil. What is wrong, unkindled one? Is this not the calling of your kind since ages past? What is wrong, and are you not a Lord Seeker? Head to the base of the high wall. And seek the Lords of Cinder. Is this not the calling of your kind since ages past? Okay. Oh, das ist ja Sackgasse. Aber ging es dann nicht hier rechts hoch? Doch, da ging es hoch. Kacke. Ja, aber echt. Gut oder böse? Oh, böse. Böse, böse. Sehr böse. Alla!
Okay, ja gut. Ich merke schon, du findest es nicht gut, dass ich hier bin. Ich gehe wieder. Alter. Puh. Oh Mann, da sterbe ich doch. Was soll ich denn das machen? Brauchst Mut. Hast du eigentlich schon irgendwelche Online-Items gefunden? Ich spiele offline. Ach so, nee. Aber ich weiß, dass es den roten geborstenen Augapfel gibt. Ja, das weiß ich auch. Habe ich irgendwo gelesen. Oh Mann, da gehe ich doch drauf. Das kriege ich doch nicht hin. Wie sollen das? Scheiße. Ich hab's euch doch gesagt. Martin. Ich gehe jetzt mal da hoch wieder. Ich gehe jetzt einfach mal an Anfang zurück und laufe den anderen Weg wieder. Ich habe ich ja gar nicht vernichtet. Alter. Alter. Ich habe jetzt halt echt keine Böcke, sofort wieder drauf zu gehen. Ganz ehrlich sagen. Hier oben waren wir noch nicht. Doch, da kamen wir ja ganz am Anfang her. Ich fühle mich auch noch nicht stärker. Da gibt gar keine Seelen, oder wie sehe ich das? Wer? Ach, diese Untoten. Doch, der gibt 30. Alles klar. Warum springen die eigentlich alle in den Tod? Sind die verrückt? Ich habe doch einen Schlüssel vorhin eingesammelt. Vielleicht komme ich damit irgendwo weiter jetzt. Oh, weil ich so schon wieder rennen sehe. Ich mag euch nicht. Bist du eigentlich bei diesem Drachen mittlerweile weitergekommen? Was für ein Drachen? Ach, der am Anfang, den du so cool fandest. Ich fand cool, dass er plötzlich Feuer spuckt. Aber ich habe den dann nicht weiter ignoriert. Das hat mich total erschrocken. Es hat mich erschreckt. Das heißt, du hast den nicht weiter ignoriert, also hast ihn umgebracht. Ich habe den nicht weiter verfolgt. Okay. Dann weiß ich auch nicht, wo ich lang muss. Wenn ich ehrlich bin. Behaupte ich einfach hier falsch zu sein. Wenn du ganz verzweifelt bist, kannst du nachfragen. Wo muss ich denn hin? Okay. Da beim Endboss, genau da musst du hin, genau in den Raum. Und dann? Dann nach hinten raus, da hat sich doch die Riesentür geöffnet. Ja, aber da ist doch Abgrund. Ja, lauf da hin. War ich? Ja, ganz. Ja, rüber hinaus, oder was? Nein. Aber hast du eine Nachricht gelesen von wegen Banner hinstellen? Ah, stimmt. Da war ja was. Nee, das habe ich geguckt, aber da war so viel Blut und andere Nachrichten.
Da habe ich die wahrscheinlich übersehen. Voll im Blut war da. Da kommt dann die Einblendung, du musst nur X drücken. Ah, okay. Das war wahrscheinlich nicht, weil so viel Blutfleck berühren. Das hat sich zu sehr überlappt und da habe ich das wahrscheinlich eiskalt übersehen. Wieso geht das jetzt wieder in die Richtung? Ich raff es nicht. Okay, liebe Leute, hätten wir dieses Rätsel gelöst. Sind halt auch. Ich raff es nicht. Ich verstehe diese Mechanik nicht. Aber gut. Praise the Sun. Ach da. Oh man, sind halt auch wieder zig Sachen. Ja, bei mir war halt leer, bis auf die eine Nachricht vom Spiel. Dass du offline spielst, was ist da denn los? Ach, ich kenne doch die Leute. Dauernd müssen mir die Menschen was kaputt machen. Alter, was kommt jetzt? Ach, die Kollegen. Hier, Kollege Busunternehmen. Ist wieder am Start. Und verführt mich. Also, vor allem, dass er denen auch so traut. Das wäre das Letzte, was ich tun würde. Solchen Viechern nicht durch die Luft zu fliegen, zu lassen. Die meinst mit Busunternehmen, ja. Ja, das machen die ja schon seit Demon's Souls. Ja, ich finde aber cool, dass die dabei bleiben. Und auch nichts anderes zu tun haben immer. Guck mal, da ist wieder einer! Los, hinter ihm her! Jetzt rennt er weg! Ja, bleibst du stehen! Ich hoffe, es gibt die Raben wieder, diese Rabenfrauen. Die fand ich ja immer super geil. Ja, die haben sie bestimmt auch drin. Okay, jetzt fühle ich mich sehr an Demon's Souls erinnert. An Anfang. Hier. Hey, du bist doch Wilde Hildemann. Ich kenne dich doch. Oh, da öffnet sich was. Oh, da kommen Hunde. Oh, die kämpfen gegeneinander. Was ist da denn los? Ja, das ist cool. Das ist cool. Ich guck mir das an. Boah. Leg mich doch am Sack. Ich gehe jetzt ins Bett. Okay, gute Nacht. Aber bleib noch 7 Minuten da. Okay. Wie viel Uhr haben wir denn? Ah ja, schon wieder 11:30. Keinen Schritt komme ich weiter. Bist du jetzt auch in dem Gebiet, wo ich jetzt bin, oder? Oh, die haben das seitliche Gehen verbessert. Jetzt lehnt der sich ja so richtig in die Kurve. Das ist cool. Stimmt. Einen kleinen Tick weiter. Ein Gebietchen, glaube ich. Also nicht mehr auf der Mauer, sozusagen. Nee, da bist du jetzt auch nicht mehr, oder? Doch. Ich bin ja auf diese Mauer verschleppt worden. Ach so. Okay, nee, also, nee. Schon wieder Endboss hier. Was ist eigentlich mit euch Kollegen hier? Alter, was geht da ab? Ich habe so das Gefühl, ihr seid nicht alle tot. Grant me death. Undo my shackle. Du hier. Mhm. Oh. Mach dich auf die Stelle. A champion of Ash, as I live and breathe. Oh, du bist größer als gedacht. To be in your presence is a great honor. Und du siehst aus, als hättest du ein weibliches Geschlechtsorgan. Primär oder sekundär? Primär. Oh. Es sieht aus, als hätte er
eine Muschi als Gesicht. Ach so. Ich glaube, das ist der Traum vieler Männer. Meiner nicht. Meiner auch nicht, aber hey. Wer bin ich, um für die Menschheit zu sprechen? Oh, er ist weg. Der ist wahrscheinlich jetzt auch da. Ich nenne es einfach mal Nexus. Ein Feuerbandschrein. Oh, das kann sein. Ich war seitdem nicht mehr da. Jetzt bin... Oh Mann, echt. Also langsam raste ich aus. Also... Die Mechanik habe ich noch nicht verstanden. Was denn? Ach, kommt alles. Ich nehme an, du wirst dann merken, was ich meine. Vielleicht verstehst du es aber auch sofort. Geht's naja. Wenn es um den Gegner geht, bestimmt nicht. Nee, ist kein Gegner, ist einfach nur Wegfindung. Ich verstehe. Da bin ich ja relativ gut. Würde ich behaupten. Oh, da ist noch ein Feuer, das machen wir noch, liebe Leute. Und ihn killen wir auch noch. Der hat ein sehr schlimmes Beil. Ja, gut. Okay, der kann nix. Der kann nur sehr schnell zuschlagen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Feu, feu! Leuchtfeuer entzündet. Wie ein Traum. Oh shit, was ist das? Rufsymbol berühren. Das ist lila. Wieso ist das lila? Schuhe. Mal neue Farben. Ich weiß nicht, was. Jetzt kommt er auch noch mit der Mistgabel. Ich weiß nicht, was lila ist. Lieber Chat, was heißt lila ne, das Rufsymbol? Das ist doch was Schlimmes. Würde ich gar nicht sagen. Lila ist letzter Versuch, ne? Hat etwas fallen gelassen. Lila ist letzter Versuch? Ja, wenn Frauen lila tragen, dann ist es hier. Die haben es nötig. Kurz gesagt. Oh Gott, erinnerst du dich noch an unsere frühere Religionslehrerin? Ja. Weißt Bescheid? Siehst du mal. Jetzt ist das Symbol aber auch schon wieder weg. So, okay. Alter, wie hart das es aber auch gerade ist. Vielleicht muss ich den hier... Ah, ich kann die absäbeln. Kleiner hey, Lederschild. Ja. Die Beleuchtung ist ja mal der Wahnsinn. Nur dieses eine Lichtfleckchen hier. Ja, hier Prinzessin Erdbeer. Lila, Farbe der sexuellen Unbefriedigtheit. Ganz genau, das meinte ich. Nach Goethe aber nicht. Nach Goethe ist lila Farbe der Fantasie. Ja, aber... Ihr Barbaren. Und woher kommt das? Ist das die Farbe? Ich weiß es nicht. Das ist halt so. Das ist so wie... was weiß ich. Schwarz, Trauer? Ja, das ist halt so irgendwie verankert in der Kultur, hat sich das mal so... Ich meine, in den östlichen Ländern sind die Farben wieder ganz anders. Verkohltes Harzbündel. Ui! Gehört. Ui! Okay, da, jetzt dachte ich gerade, das ist ein ulkiger Gegner. Liebe Leute, wir müssen aber auch zum Ende kommen, sehe ich gerade. Deswegen laufe ich jetzt mal kurz zu dem Feuer zurück, vielleicht... Kann ich vielleicht sogar aufsteigen? Das würde sich... Nee, kann ich nicht. Schade. Dennoch laufen wir jetzt hier zurück. Oder nee, müssen wir gar nicht. Man kann hier ja wann immer speichern. Es ist 23:30. Julian geht jetzt ins Bett. Und wir machen eine etwas längere Pause jetzt. Und sind dann um 12 wieder da. Also schaltet ein. Sagt über Bescheid. Und... Man sieht sich bald wieder. Und für alle, die jetzt ins Bett gehen, weil sie morgen arbeiten müssen, denen wünsche ich eine gute Nacht.
Dir wünsche ich auch eine gute Danke. Nacht, Julian. Und man sieht sich entweder später oder morgen. Da geht es dann den ganzen Tag weiter mit Dark Souls 3 und vielleicht auch mit euch. Und wer was verpasst hat, wie gesagt, kommt alles auch auf YouTube. Die Glocke ist doch genial. So sieht's aus. Ich bin raus und sage bis auf denn. Gute Nacht.